Jo Leute, was geht? Heute spielen wir GTA 5 als der unglaubliche Hulk. Ihr könnt es einfach schon sehen, Leute, wir sind der wahrscheinlich stärkste... Das ist kein Mensch, ne? Also der Hulk kann sich zwar in einen Menschen verwandeln, aber wir sind heute als ein Superheld unterwegs. Und was machen Superhelden? Natürlich, sie helfen den Leuten und das bedeutet auch... Oh, okay, das war jetzt nicht die Art von Hilfe, die ich Michael versprochen habe. Okay, ich muss es Michael bezahlen, Leute. Ich muss den LaFerrari in den Michael bezahlen. Aber heute werden wir als der unglaubliche Hulk spielen und mal schauen, was wir so in der Stadt von Los Santos auch aushelfen können. Und vielleicht wird auch der Hulk heute in diesem Video die Frau seiner Träume kennenlernen. Ich hoffe, euch gefällt das Video, Leute. Vergesst nicht definitiv einen Daumen nach oben da lassen. Lasst uns 5000 Likes auf diese Episode knacken. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, Leute, 66% haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Deswegen warum nicht einfach kostenlos hier unten abonnieren? 2 Sekunden, Leute, euch Zeit nehmen und ich würde sagen, wir starten aber mit dem Video. Doch ganz kurz, Freunde, bevor wir mit dem Video starten, checkt unbedingt, Leute, auch meinen Sponsor Loot4Games aus. Da erhaltet ihr alles Mögliche zu euren Lieblingsgames, egal ob es GTA 5 Money Boost ist oder zum Beispiel auch bestimmte Fahrzeuge in Forza Horizon. Und natürlich gibt es auch neue Beta-Keys zu bestimmten Spielen und da ist definitiv etwas für euer Lieblingsspiel dabei. Deswegen checkt gerne mal Loot4Games aus und checkt mal die Produkte ab und die Dienstleistungen, die sie euch anbieten. Und ich würde auf jeden Fall sagen, jetzt starten wir direkt mit dem Video. Vergesst es nicht, Loot4Games abzuchecken und ja, let's go mit dem Video. So, Freunde, ja, wir haben jetzt ein kleines Problem und zwar Michael habe ich jetzt sein Auto kaputt gemacht und damit er jetzt nicht merkt, okay, wir müssen die Spuren verwischen, nehme ich das Auto jetzt einfach mal mit und wir bringen das erstmal zu Los Santos Customs, damit wir es reparieren können und ich merke gerade, das Tor ist zu. Das wird ein kleineres Problem werden. Wir müssen das Auto jetzt definitiv zu Los Santos Customs fahren. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, dass es dort repariert wird und sonst haben wir ein riesengroßes Problem und deswegen... Komm schon, Hulk, du bist der größte und stärkste Superheld, den es gegeben hat. Gut, kann sein, dass ich jetzt jeden anderen Superhelden der Marvel-Serie gerade disrespected habe. Egal, ob es Iron Man ist, Captain Marvel oder alle anderen, die wahrscheinlich vielleicht sogar stärker sind. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir aber bei Los Santos Customs angekommen und ich würde sagen, wie machen wir das jetzt? Werfen wir das Ding jetzt rein? Machen die uns auf? Wie, du brauchst ein Fahrzeug, wenn du Los Santos Customs betreten möchtest? Okay, wir machen das so, Leute. Wir machen das nicht auf die normale Art, sondern auf die Hulk-Art. Werfe das Auto jetzt einfach gegen Los Santos Customs. Und die kümmern sich schon drum. Die machen das schon. Okay, das... nein, nicht schon wieder. Das hat jetzt beim ersten Mal gar nicht funktioniert, Leute. Also unser Motto, wir helfen den Leuten, funktioniert gerade gar nicht. Okay, zweiter Versuch. Warum kriegen wir jetzt 2 Sterne? Wir haben noch gar nichts gemacht. Jetzt mal ehrlich, wir haben noch nichts gemacht. Okay, jetzt werfen wir es dagegen und... Ah, Mann. Okay, letzter Versuch. Vielleicht kriegen wir es jetzt durch die Tür. So. Okay, ich gebe es einfach auf. Wir kaufen Michael ein neues Auto. Leute, LaFerrari ist nicht teuer, vielleicht so 20 Dollar oder so. Je nachdem. Ich glaube, der Hulk wird schon ein Auto auf der Straße finden. Und was wir auch machen können als der Hulk, Leute, wir sind einfach unglaublich schnell. Ich meine, schaut euch mal an, wie schnell wir als der Hulk rennen können. Wir können quasi durch die ganze Innenstadt von Los Santos rennen in Millisekunden. Entschuldigung. Oh, ist... Tut mir leid, ich habe meine Kraft völlig unterschätzt. Junge Frau, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe? Ey! Was ist mit dir los, Hulk? Hast du die Kontrolle über dich verloren oder was? Ey! Beruhig dich mal! Beruhig dich mal! Der ist wütend, ich weiß, der ist wütend. Weil Michaels Auto kaputt gegangen ist. Aber da musst du jetzt nicht alles andere auch kaputt machen. Guck mal, du hast dir die Straßenlampe kaputt gemacht. Die Ampel ist kaputt. Wie sollen die Leute jetzt über die Straße von Los Santos kommen? Mensch, hast du echt super gemacht, Hulk. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen versuchen, hier für Ordnung zu sorgen. Nein. Okay, das repariere ich für Sie, Lady. Ich kümmere mich schon darum. Ich werfe das einfach zu Los Santos Customs und die kümmert sich schon um das Auto. Ist immer schlimm. Oh, was geht, Bruder? Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe mir ein ganz großes Problem gemacht. Jetzt haben wir, Leute, wir haben nicht nur den ganzen Boden zerstört. Wir haben auch wir haben sehr viele Autos kaputt gemacht. Und ein paar Leute schlafen. Kann man es denn schlafen? Ja, sie schlafen. So. Hey, Sie, ich brauche kurz Ihre Hilfe. Oh, ich habe den Audi komplett zerstört. Oh, nein. Ich habe einfach alles kaputt gemacht. Ich wollte einfach nur den Leuten helfen. Ich wollte damit anfangen, Michael sein Auto zu reparieren. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht so einfach. Wir können nicht so einfach ein Auto reparieren. Das ist nicht so einfach. Okay, vielleicht haben wir jetzt die Chance. Komm, steig ins Auto ein. Steig doch ein.
Okay, jetzt haben wir auch aktuell 3 Sterne. Ich weiß nicht, warum die uns verfolgen, aber wir stellen uns, ne? Wir wollen ja ein guter Junge sein. Wir wollen ja ein guter Superheld sein, der keine Probleme macht. Hey, hier, ich war das. Aber tut mir leid, es war ein Unfall. Ich kann da nichts für. Ich bin der unglaubliche Hulk. Haben Sie von mir schon gehört? Brauchen Sie keine Angst haben. Ich werde Ihnen schon nichts tun. Wollen Sie High Five geben? High Five? Moment, hier, Thunderclap. Vielleicht mache ich da jetzt einfach den Polizisten High Five geben, um ihnen zu sagen, dass ich auf Frieden aus bin. Vielleicht sind sie dann netter. So, yo, was geht? Der ist weg. Also, wir haben einen neuen Posten frei. Hä? Der ist gegen mich gefahren und das Auto ist schon kaputt gegangen. Ich habe nichts gemacht. Okay, ich muss definitiv meine Kraft echt unter Kontrolle halten. Aber das macht mich schon ein bisschen wütend, ne? Warum sind alle auch sauer auf mich? Wir probieren es nochmal. So, einmal Mini-Tornado machen. So, beruhigt euch mal. Beruhigt euch. Alter, wir haben einfach... Beruhigt euch. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen einen Neuanfang machen. Leute, ich spule mal zum nächsten Tag vor. Okay, Leute, wir sind jetzt am nächsten Tag angekommen. Und wir hatten einen unglaublich schweren Start als der unglaubliche Hulk. Das war nicht ich. Das waren sie. Also nicht gegen mich fahren. Weil sonst kann ihr Auto kaputt gehen. Ich mach gar nichts. Es ist wirklich so, Leute. Der Hulk hat hier echt einen Fluch auf sich sitzen. Er will den Leuten helfen, aber sie machen es einfach selber noch schlimmer. Ich sag ihnen, fahren Sie 1 Zentimeter gegen mein Auto. Sie müssen kurz stehen bleiben. Sie haben Rot. Sie haben Rot, okay? Ich will den Leuten helfen. Ich möchte hier das Verkehrssystem beschützen. Okay. Also, wenn sie grün haben, dürfen sie los. Dann blockiere ich ihn nicht mehr den Weg. So, wird's grün? Nein, alles klar. Die Fußgänger müssen über den Weg. Nehmen wir den Fußgänger mit. Und schmeißen ihn einfach dahin. So, haben wir jetzt schon schneller über den Weg geholfen. Und ey, ich sagte ihnen noch, es ist rot. Okay, jetzt ist grün. Stimmt eigentlich. Jetzt kann man losfahren, aber das Auto ist kaputt. Also, ich weiß nicht, ob es noch fahrtüchtig ist, aber... Kann man das Auto noch fahren? Sieht mir danach aus. Okay, der hat noch einen Reifen. Der hat noch einen Reifen. Ich glaube, damit kann man schon fahren. Mit einem Reifen kann man definitiv noch fahren. Und wir haben schon wieder 2 Sterne. Ich hab doch nichts gemacht. Ich bin nur ein unglaublicher Hulk. Es ist so... Ich liebe diese Mod. Ich liebe diese Mod. Leute, vergesst deswegen nicht, falls ihr mehr Superhelden-Mods sehen wollt in GTA, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu schmettern, haut auf den Like-Button und dann laufen wir gegen Busse. Okay, jetzt haben wir 2 Sterne und das bedeutet, wir müssen jetzt abhauen. Okay, ich würde sagen, auf geht's zum Strand. Versucht nicht, gegen die Autos zu laufen. Ich weiß, es ist nicht gerade eine coole Situation. Vielleicht kommen wir ja so schneller dahin. So, oh mein Gott, wir sind unter Wasser gewesen. Okay. Ich weiß, das ist definitiv nicht die beste Art und Weise, wie man von A nach B kommt, Hulk. Ich glaube echt nicht, dass das so eine gute Idee ist. Wir haben jetzt... Hulk, hast dich wieder nicht benommen, Kollege. Was guckst du so komisch? Oh, Mann, ich weiß echt nicht, wie viel Arbeit das wird, das hier zu reparieren. Aber vielleicht können wir dem Typen helfen. Komm, vielleicht helfe ich Ihnen. Mister, Sie können irgendwie nicht fahren. Lassen Sie mich fahren. Ich fahre Ihnen das Auto zu Los Santos Customs. Ich lebe. Wie lustig sieht das denn... Was? Wir waren doch gerade im Auto drin. Oh, nein. Ich sag Ihnen doch, ich will keine Probleme. Ich sag Ihnen doch, ich will... Tschüss. Sie waren nicht nett zu mir. Sie waren nicht nett zu mir. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine ziemlich lustige Idee. Ich gucke mal, ob das überhaupt funktioniert, Freunde. Wir haben ja hier diese Laternen. So. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Und schlag damit wie ein Baseballschläger. Oh mein Gott. Es ist so cool. Es ist so cool. Okay, der Hulk hat definitiv die Kontrolle über sich verloren. Es ist einfach der Wahnsinn. Alter, wie cool das einfach aussieht. So. Jetzt schmeißt das Ding wieder weg. Oh, ich könnte das Ding gegen den Helikopter werfen. Okay, wenn das funktioniert, das wäre echt cool. Ich glaube nicht, dass wir das Ding werfen können. Wir können aber ein Auto nehmen. Wir können das Auto nehmen und schmeißen es gegen den Helikopter. Mal gucken, ob wir den treffen werden. Okay, das wird nicht einfach. Und... Ja, wir haben ihn getroffen, aber... Komm, wir nehmen das Ding mit und schmeißen es... Jawohl! Und das ist noch nicht ganz kaputt. Komm schon, noch einmal. Jetzt. Das wird der Wurf. Ey, ich muss Props an den Helikopter sagen, der geht einfach nicht kaputt. Kann ich den vielleicht aus der Luft erwischen? Okay, das offensichtlich nicht. Okay, der Helikopter geht weg. So, dann würde ich sagen, wir verdünnisieren uns jetzt mal. Wir gehen mal ein bisschen weg hier und versuchen einfach mal den 3 Sternen zu entkommen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wir werden nicht gesehen. Cool. So, wir sind den 3 Sternen entkommen. Ich würde sagen, Leute, wir können vielleicht nicht den Menschen helfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der unglaubliche Hulk
kann sich bestimmt seine Traumfrau hier am Strand klären. Und da würde ich sagen, versuchen wir mal mit unseren Muskeln die Frauen in Los Santos zu beeindrucken. Irgendeine Gruppe, die hier steht. Weiß jetzt nicht. Nein, lauf doch nicht weg. Ich habe nichts getan. Oh mein Gott. Okay, sie haben Angst vor mir. Kann man nachvollziehen. Kann man definitiv nachvollziehen. Okay, Freunde, da hinten ist sie. Da hinten ist eine Frau. Okay. Hallöchen. Na? Ich bin der unglaubliche Hulk. Und sie sind auch unglaublich. Ja, okay, mir fällt leider kein Spruch ein. Vielleicht können Sie ja meine unglaublichen Muskeln beeindrucken. Schauen Sie sich mal an. Schauen Sie sich mal an, wie breit ich bin. Ich könnte 1000-mal sie hochheben. Ich könnte sie nehmen und sie auf den Mond werfen. Ich weiß nicht, ob das romantisch klingt, aber komm, beachten Sie mich. Hey, hallo, bitte beachten Sie mich. Beachten Sie mich doch, bitte. Junge Dame. Nein. Warum laufen Sie denn weg? Ich habe doch nichts gemacht. Okay, das sind aber die Ladies. Die stehen bestimmt auf die Muskeln vom Hulk. Nicht wahr? So, komm. Ich beeindrucke sie mal. Ich flex mal ein bisschen mit den Muskeln. So, Ladies. Wie gefallen euch meine unglaublichen Muskeln? Na, beeindruckt euch das? Oder nicht? Hier, aber jetzt. Oh, schaut euch mal diese Brustmuskeln an. Und auch diesen unglaublichen Bizeps, ne? Und meine Schultern. Ist es nicht unglaublich? Hey, beachtet mich! Warum beachtet mich keiner? Mann, ich raste hier komplett aus. Schenkt mir doch mal Beachtung. Ich bin wieder ein bisschen ausgerastet. So, Freunde, ich habe jetzt folgenden Entschluss gezogen als unglaublicher Hulk. Und zwar, wir haben offensichtlich keine Chance, Leute, gerade hier irgendwie eine der Frauen zu beeindrucken. Und die haben alle Angst vor uns. Und deswegen dachte ich mir, warum rufe ich nicht meinen alten Freund Thanos an? Natürlich ist Thanos auch ein sehr krasser Typ, der auch schon in Los Santos sein Unwesen getrieben hat. Habe ihn mal kurz angerufen und ihn gefragt, yo, kann ich vielleicht mal kurz seinen Infinity-Handschuh ausleihen? Und Leute, wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, Bruder, natürlich gebe ich dir den Infinity-Handschuh für einen Tag. Mach damit, was du willst. Gib ihn mir aber einen Tag später zurück. Und deswegen dachte ich mir, Leute, wir haben den Infinity-Handschuh. Ich weiß, man kann ihn wahrscheinlich jetzt an der Hand nicht sehen, aber wir haben die Macht des Infinity-Handschuhs bei uns, denn die Hand vom Hulk war zu groß für den Handschuh. Ich weiß, ich glaube, die Hand ist größer als die von Thanos. Ich weiß es aber nicht genau. Aber was man definitiv jetzt sehen kann, Leute, wir haben die Kraft vom Infinity-Handschuh mitgenommen. Und das bedeutet, dass wir hier einfach Autos aus dem Nichts spawnen können. Ihr seht's, Leute, wir können einfach Autos aus der Luft rein spawnen. Und wir können auch viele andere Dinge machen, wie zum Beispiel hoch in die Luft. Und okay, greif an. Oh mein Gott. Yo, das ist natürlich ein ganz anderes Level, Leute, wenn man den Infinity-Handschuh von Thanos in der Hand hat. Jetzt können wir alles ändern, Leute. Und das Beste ist, ich kann einen Tag später alles wieder rückgängig machen. Das ist das Allerbeste. Und wenn wir hier keine Frauen beeindrucken können, vielleicht können wir sie auch zu Tieren machen. So, warte, wir probieren das mal hier aus bei dem Typen. Oh, wir haben einfach einen Wal gemacht. Okay, jetzt sind zwei Hunde daraus geworden. Oh mein Gott, der eine Hund wird mich angreifen, wie süß. Oh, das ist ja süß, ey. Wir haben Wale, wir haben eine Kuh, ein paar Menschen, die machen wir auch noch zu einer Kuh, einem Hund. Dann haben wir hier noch so einen Delfin, oder ist auch ein Wal. Ein paar Löwen, alles Mögliche. Ich kann hier alles verändern. Wir haben die unglaublichen Kräfte. Wie cool. Er fährt einfach auf einem Hai. Und jetzt ist er zu... Chop? Chop, bist du das? Ey, Chop, was geht? Bro, lang nicht gesehen. Ey, weg von mir. Und natürlich haben wir auch die Macht, Meteoriten zu werfen, falls wir ein bisschen wütender werden. So, falls die Cops in GTA 5 ein paar Probleme machen. Einfach Meteoriten dagegen schmeißen. Alles kein Problem, Freunde. Hier seht ihr es. Und wir haben einen Meteoritenregen. Und alles weg. Probleme sind alle weg. So, ich rufe mal meinen alten Bro Michael an. Vielleicht hat er ja Zeit. Okay, ich habe Michael nicht in der Kontaktliste. Vielleicht habe ich auch gerade nicht Franklins Handy. Aber damit ich es am allerruhigsten habe, Leute, benutze ich alle Infinity-Steine gleichzeitig. Dreimal schnipp ich alles. So. Dreimal. Und vielleicht nochmal. Komm. Komm, noch einmal geht auch. So, jetzt haben wir keine Sterne mehr in GTA. Aber der Verkehr in Los Santos ist immer noch unterwegs. Leute, wir haben jetzt offiziell alle existierenden Menschen ausgelöscht in GTA. Es ist hier nichts mehr vorhanden. Es ist niemand mehr da. Endlich hat der Hulk seine Ruhe in GTA. Und er kann immer Autos schmeißen, wann er möchte.
Das ist zu cool, Freunde. Aber ja, würde auf jeden Fall sagen, wir werden das mit dem Hulk später wieder rückgängig machen. All das, was wir gemacht haben. Und geben natürlich den Handschuh an Thanos wieder zurück, damit er seine Sachen machen kann. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leute, vergesst nicht, Leute, ein Like da zu lassen. Lasst uns 5000 Likes auf dieses Video knacken. Und wenn ihr neu seid, vergesst nicht, Leute, 66% haben noch nicht abonniert. Lasst uns daraus 65% machen, indem ihr auf den Abonnieren-Button haut. Und ich würde sagen, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Checkt auf jeden Fall auch Loot4Games über den Link in der Beschreibung aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ein Zug ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.